Ständig vibriert ein Handy, ständig flackern irgendwelche Displays, das Auto piept, alles um einen herum blinkt und macht und tut. Und da drängt sich die Frage auf, macht uns Digitalisierung krank? Mein Name ist Andreas Lüttke, ich stehe hier im Studio Satellite X in Ettlingen, wo wir Streamings machen und Live-Events machen. Und wir haben heute zu Gast eine Koryphäe, muss ich sagen, und das ehrt uns ganz arg, dass der Herr Professor Dr. Kurt Diem heute mit zu uns in unseren Talk gekommen ist. Lieber Professor Diem, Sie sind da? Ich bin da. Grüß Gott. Das ist wunderbar. Herzlich willkommen. Ganz toll. Wir fangen einfach mal mit dem Thema genau an. Ganz grob macht uns die Digitalisierung krank. Gibt es da so ein allgemeines Statement dazu? Also ich möchte Ihnen jetzt schon sagen, dass uns Digitalisierung nicht krank macht, aber dass wir selber bestimmen, ob das krankmachend ist oder ob wir eine Chance haben, gesund zu bleiben. Nur, wer möchte denn heute noch ohne Digitalisierung leben? Ich frage Sie ernsthaft, möchten Sie Ihr iPhone wegschmeißen oder Ihr Smartphone? Oder darf ich Ihnen Ihren Laptop wegnehmen? Sie würden krank werden. Ich müsste Sie hier in unsere psychosomatische Abteilung aufnehmen. Das heißt, wir selber sind der Herr über unsere Gesundheit, auch da natürlich. Und wir entscheiden, ob das krankmachend ist für uns oder ob wir die ganze Chance im Griff behalten und eine Chance haben, gesund zu bleiben. Das ist natürlich so mit allem. Ja. Ich entscheide, ob ich zu viel Alkohol trinke. Ich entscheide, ob ich zu schnell Auto fahre. Aber trotzdem, es gibt doch diese Reizüberflutungen. Also man kennt das ursprünglich mal von offline. Ich gehe über eine Messe und es macht und tut um einen herum. Und wenn ich am Abend da rauskomme, bin ich vollkommen mit Sugar. So Reizüberflutungen, jetzt mal ganz egal, ob offline oder online, was machen die mit dem Körper? Also wenn Sie einen Psychiater fragen, beispielsweise Herrn Manfred Spitzer aus Ulm, den ich extrem respektiere als Kollege und als Psychiater, dann schreibt er oder wird Ihnen sagen, dass Sie extrem vorsichtig sein sollten und dass uns das krank macht und dass das vor allen Dingen bedrohlich ist für unsere Kinder. Gar keine Frage. Wir gehen heute davon aus, dass wir in Deutschland etwa 500.000, das ist eine halbe Million, internetsüchtige Menschen haben. Und das ist im Grunde eine Sucht, wie Arbeitssucht oder wie Alkoholsucht. Und das ist ein psychosomatisches Problem. Ich habe gerade vor ganz kurzer Zeit einen Patienten aus Ettlingen getroffen, einen bekannten Politiker, hier an meinem Schreibtisch von einer Stunde etwa, der heute zum Check bei uns ist. Und der sagt, Herr Diem, mir fällt auf, dass Ihr Publikum in dieser Klinik extrem viel jünger geworden ist. Und in der Tat ist es so, wir haben im Moment 25 psychosomatische Betten hier belegt. Und der Großteil dieser Patienten, das sind junge Menschen, das sind Manager, das sind junge Piloten, das sind Leute in verantwortungsvollen Positionen. Das sind Leute, die natürlich wirklich unter Druck stehen den ganzen Tag, gar keine Frage. Und nochmal, wir haben 500.000 Menschen, die ein Problem haben mit dieser Internetsucht, gar keine Frage. Okay. Kurz noch was, die Annabelle schreibt gerade in den Chat, die Annabelle ist unsere Chatmoderatorin. Dank der Digitalisierung sitzen wir nicht alle auf einem Fleck und die Annabelle nimmt eure Fragen gerne an und grätscht dann rein. Und ich habe eine Co-Moderatorin, das ist die Kira Langner. Dank der Digitalisierung sitzt die beneidenswerterweise gerade in Neapel und geht heute noch vielleicht zum Strand. Wenn das Wetter noch mitspielt, genau richtig. Okay, das heißt, ein paar Fragen kommen von unserer Seite, von Kira und von mir. Sie haben gerade gesagt, Professor... Wenn ich eine Bemerkung dazu machen darf, Neapel. Okay. Unweit von Neapel im Süden gibt es einen Landstrich, der heißt Cilento. Das genau. Cilento. Das ist eine sogenannte Blue Zone, eine blaue Zone. Und in diesen blauen Zonen gibt es die ältesten Menschen der Welt. Also die ältesten Menschen in Europa leben etwa 100 Kilometer südlich von ihnen im Cilento. Und die haben einen extrem gesunden Lebensstil. Die ernähren sich hervorragend, nebenbei gesagt. Dort gibt es die meisten 100-Jährigen in Europa, ganz interessant.
Die trinken ab und zu mal einen Schluck Wein. Über Alkohol kann man streiten natürlich. Die nehmen viel Olivenöl zu sich, Nüsse, haben eine mediterrane Diät und haben Sex bis ins hohe Alter. Und das alles scheint einem sehr gesund zu halten. Also, sie müssen gar nicht weit reisen, über Salerno in den Süden, und dann kommen sie ins Cilento, und dort werden sie in Europa am ältesten. Okay. Also über Alkohol kann man ja nur insofern streiten, welchen Wein trinke ich jetzt? Also nicht ob, sondern nur welchen. Also Sie sagen 500.000 internetsüchtige Menschen. Das ist eine große Zahl natürlich, ist größer als Karlsruhe. Und wie viele Alkoholsüchtige gibt es? Haben Sie eine Vergleichszahl? Nur, dass man das mal in so ein Level setzen kann. Wir gehen davon aus, dass 300.000 Menschen in Deutschland offensichtlich alkoholsüchtig sind, wobei die Dunkelziffer extrem, extrem hoch ist. Ja. Und eine Sache muss man noch sagen, wir haben vor Jahren noch gesagt, Ihr Herz braucht ein Glas Rotwein oder auch Weißwein oder ein Whisky jeden Tag. Man muss eines wissen, man darf das ex cathedra so nicht mehr sagen. Jeder Schluck Alkohol, den Sie trinken, erhöht Ihr Risiko für eine Krebskrankheit. Das muss man definitiv wissen. Damit möchte ich Ihnen das Viertel Rotwein nicht wegnehmen. Aber wenn Sie jeden Abend zwei Flaschen trinken, dann ist das nicht nur für Ihr Herz ungesund, sondern auch für Ihre Bauchspeicheldrüse und für Ihre Leber. Aber Sie haben vorhin die Symptome angesprochen, die auftreten können, körperlich und psychisch, ja, bei all dieser Reizüberflutung, die Sie besprochen haben. Und da gibt es natürlich, es gibt körperliche Symptome und es gibt psychische Symptome. Also, Sie müssen Ihren Blutdruck mal messen und müssen gucken, ob Ihr Blutdruck in Ordnung ist. Das ist übrigens die wichtigste Determinante für ein langes Leben. Ihr Blutdruck muss stimmen. Sie sollten auch gucken, was macht eigentlich Ihr Puls, und haben Sie Symptome wie Kopfschmerzen? Und übrigens, wenn Sie Stress haben, haben Sie häufiger einen Diabetes mellitus, weil Sie deutlich mehr fressen jeden Tag. Im extremen Stress, Sie sind auch körperlich schwerer, Sie haben Übergewicht. Also das hat erhebliche Folgen. Und wenn Sie am iPhone nebenbei essen, wir haben kurz vor der Sendung darüber gesprochen auch, dass man das nicht tun sollte, dann ist es natürlich so, das ist ein Risikofaktor für Sie, ein Risikofaktor für Herzinfarkt und für Schlaganfälle, keine Frage. Aber es gibt natürlich auch psychische Folgen von dieser Überforderung. Multitasking ist nicht gesund. Also ich war immer lange Phasen in meinem Leben Chef und habe von meinen Mitarbeitern immer erwartet, dass sie multitaskisch unterwegs sind. Aber ich sage Ihnen, es ist ungesund. Machen Sie eine Sache konzentriert, das ist gut. Und wir sind ja auch durch diese modernen Medien und durch die Digitalisierung 7/24 im Einsatz, oder viele von uns. Wir haben auch Sonntagsarbeit, wir haben Feiertagsarbeit. Und das macht uns nicht gesünder. Und deshalb, der Patient von heute Morgen, dieser Politiker, sagt mir, ihr habt junge Leute hier. Aber das sind Leute, die oft ein sogenanntes Burnout-Syndrom haben. Und Burnout ist nichts anderes als eine passagiere Depression, sage ich mal. Also die haben auch psychische Zustände, Kopfschmerzen, Erschöpfungssyndrome. Sie können sich nicht mehr konzentrieren. Schlafstörungen, Nervosität. Wir schlafen nicht mehr genügend. Also all das sind Symptome, mit denen wir es täglich zu tun haben. Sowohl die Psychiater und die Psychosomaten, als auch wir Somatiker, wir Internisten. Aber das lässt sich natürlich nicht nur auf Digitalisierung zurückführen, sondern letztendlich auf den ganzen Wertewandel und Arbeitswandel, denke ich, den es gibt in der Welt. Ja? Und ich meine, ich kenne das von mir selber auch. Ich sitze beim Frühstück, ich sitze beim Kaffee und muss ich schnell nochmal meine E-Mails gucken auf dem Handy und schon ist mein Teller leer und ich weiß gar nicht so richtig, dass ich was gegessen habe, weil ich mich da, gut, man muss dann in den Spiegel gucken, ob man vollgeschmiert ist, ja, aber man weiß gar nicht mehr, man nimmt die Dinge gar nicht mehr so wahr. Ja. Ich glaube, das ist generell auch eine Sache, also auch was Sie gerade angesprochen haben, Herr Professor, dem eine Sache konzentriert, ich glaube, das machen tatsächlich die wenigsten. Also ich persönlich kann zugeben, es fällt mir schwer, und sei es nur ein Film schauen, man greift doch immer wieder zu seinem Smartphone oder doch zu seinem Tablet oder macht noch was nebenbei, beim Essen sowieso. Ich finde es aber auch ein bisschen erschreckend, weil es fällt mir selber auf, aber ändern tue ich es nicht, weil man ist es ja gewöhnt. Und ich denke mal, also zumindest weiß ich in meinem Freundeskreis, da geht es einigen Personen so. Oder dass man sich eben bewusst auch beispielsweise Serien raussucht, wo man ja dann nebenbei noch was machen kann. Also diese Konzentration auf eine Sache, das ist gar nicht mehr so vorhanden.
Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Gestern Nacht, spät am Nachmittag, habe ich unseren Moderator angeschrieben, habe ihn gefragt, welche Fragen er heute hier diskutieren möchte mit mir. Er hat mir das dann zugeschickt, aber ich bin nicht dazugekommen. Bis gestern Abend um 21 Uhr bin ich dazugekommen. Aber ganz ehrlich gestanden, zu diesem Zeitpunkt habe ich Amazon Prime aufgerufen und habe Fußball geguckt. Bayern München gegen Villarreal, sage ich mal. Und habe so ganz nebenbei die Fragen gelesen. Ich hätte besser die Fragen intensiv gelesen und den Fußball abgeschaltet. Aber wir machen eben manchmal 2, 3 Sachen nebeneinander. Und wir werden das auch nicht komplett abstellen können. Es gibt Dinge, die wir abstellen können. Wir können zum Beispiel sagen, wenn ein Mann nachts wach wird, Männer müssen ja im Gegensatz zu Frauen 2, 3 Mal in der Nacht pinkeln, gehen dann auf die Toilette sozusagen und dann entscheidet sich, ob sie wieder einschlafen können oder nicht. Also da kann ich sagen, hör zu, das Smartphone wird jetzt nicht angeschaltet und das interessiert mich überhaupt nicht, wie viele WhatsApps da drin sind und wie viele E-Mails da drin sind. Ich lasse das Ding jetzt aus und versuche wieder einzuschlafen. Aber schaut Sie auf der anderen Seite, wenn Sie Schlafstörungen, Sie sollten 7 Stunden pro Nacht schlafen. Wenn Sie kürzer schlafen, haben Sie ein Risiko. Und wenn Sie länger schlafen, haben Sie auch ein erhöhtes Risiko. Das ist ganz interessant. Aber schauen Sie, wenn ich Schlafstörungen habe oder wenn ich nicht schlecht schlafen kann, dann brauche ich mein iPhone. Das ist zwar im Flight Mode, aber ich höre mir von 3600 ein hypnotisches Training an oder ein Meditationstraining zum Einschlafen. Und ich kann nach 3 Minuten einschlafen, wenn ich das mache. Und viele von uns sind ja Alleinschläfer sozusagen und schlafen nicht mehr im Ehebett nach 40 oder nach 47 Jahren Ehen. Und dann ist das auch nicht störend. Und Sie können im Grunde auch die Strahlung abschalten, indem Sie einfach diese Trainingsmethoden speichern auf Ihrem iPhone und dann abspielen. Also ich brauche auch manchmal zum Schlafen mein iPhone. Das klingt paradox. Aber es ist so, wir können das nicht mehr wegdiskutieren. Und in meiner Tätigkeit als Chef dieser Klinik, ich belege 60% dieser Klinik über mein iPhone. Wenn Sie mir das Ding wegnehmen, können Sie mich psychosomatisch behandeln. Ich bin dann reif für eine Klinik, kann ich Ihnen sagen. Wir können dieses Rad nicht mehr zurückdrehen. Natürlich schreiben wir und predigen wir jeden Tag andere Dinge, aber es ist einfach so, wir leben damit und wir müssen damit leben. Aber wir müssen trotzdem Herr im Grunde über unseren psychischen und somatischen Kräfte bleiben sozusagen. Hat denn der Mensch eine Chance quasi, sich in einem Evolutionsprozess an diese Überflutung anzupassen? Also werde ich resilienter dadurch, dass ständig was auf mich einprasselt, kann ich das irgendwann besser ab? Und dann denke ich mir, naja, jetzt komme ich halt, um Ihr Beispiel zu nehmen, vom WC und dann lese ich halt noch 3 WhatsApps und dann schlafe ich trotzdem ein. Richtig. Herr Lüttke, Sie haben auch schon, bevor Steve Jobs vor 15 Jahren das erste iPhone vorgestellt hat, haben Sie auch schon Stress gehabt. Und Sie haben das ist schon wahr, ja. Sie haben das ist der Grund für meine Frisur, ja. Und Sie haben beruflich immer wieder Stress gehabt. Ja. Man sagt ja auch landläufig, was uns nicht umbringt, macht uns härter. Was uns nicht umbringt, macht uns härter. Da ist natürlich ein bisschen was dran. Also wir brauchen ja auch gesunden Stress, um im Leben und arbeiten zu können. Das ist überhaupt keine Frage. Und intelligente Menschen werden natürlich mit neuen Situationen besser fertig. Und sie wissen dann, hör zu, jetzt muss ich irgendwann mal eine Pause machen. Ich glaube, wir sprechen später noch über Homeoffice zum Beispiel. Muss ich eine Pause machen? Oder jetzt muss ich mal weg von meinem Bildschirm und muss meine Augen in die Ferne richten, damit sich meine Augenmuskeln erholen sozusagen. Oder ich muss jetzt aufstehen. Ich muss jetzt aufstehen, genau, wenn der Wecker klingelt, und muss umhergehen. Oder ich muss einige Übungen machen, die ich im Sitzen machen kann. Sie wissen ja, Sitzen ist das neue Rauchen, sagen wir in der somatischen Medizin und in der Präventionsmedizin. Also wir müssen uns wehren im Grunde gegen einen ungesunden Lebensstil. Okay. Dann haben wir eine Frage tatsächlich vorbereitet, auf die wäre ich selber nicht gekommen. Die ist von der Annabelle. Das Thema Smartphone-Nutzung, Bildschirmnutzung und Kurzsichtigkeit. Hängt das zusammen oder ist das einfach, kommt es darauf an, wie weit ich mein Telefon halt von mir weghalte? Tatsache ist, dass die Kurzsichtigkeit auch gerade bei jungen Leuten extrem, aber extrem zugenommen hat. Und es gibt 2 Mechanismen, die dazu führen. Und das kann man nicht wegdiskutieren. Das eine ist, viel lesen mit schlechtem Licht und viel lesen ohne Tageslicht. Das ist ganz wichtig. Aber wir hören ja immer wieder, benutzt das iPhone nicht,
weil da ein blaues Licht emittiert wird und das die Melatoninbildung im Grunde stört und wir dadurch schlechter schlafen können. Das ist niemals evidenzbasiert gesichert worden. Das ist nicht gesichert worden. Das können Sie nicht beweisen. Aber dass Bildschirmarbeit und das Lesen, schauen Sie, ich habe ja schon gar kein kleines iPhone mehr. Ich habe das Größte, das es gibt, weil ich älter geworden bin und weil ich versuche, natürlich besser lesen zu können damit. Und wir haben ja auch meist ein iPad für andere Dinge. Dass das zu Kurzsichtigkeit führt, da gibt es nicht den geringsten Zweifel. Da können Sie jeden Augenarzt fragen. Das ist wirklich beängstigend, wie sehr die Kurzsichtigkeit zugenommen hat. Aber da gibt es mehrere Faktoren für diese Erscheinung. Und durch andere Displays, also von diesen E-Books, die haben ja nicht dieses blaue Licht, kann ich das dadurch einschränken? Ich glaube, dass es dort wenige, Sie haben ja, auch wenn Sie am Strand liegen in Teneriffa und in dem E-Book lesen, haben Sie so eine klare Schrift, die ist nicht schlechter als in einem Buch. Mhm. Es ist auch nie eine Studie gemacht worden, wo Sie ein Buch elektronisch lesen und ein Buch gedruckt lesen, wo man dann sehen kann in einer prospektiven Studie, was nun schlechter ist. Diese Studie gibt es einfach nicht. Es wäre reizvoll, sie zu machen. Aber da gibt es einfach die Daten nicht dazu. Aber je kleiner Ihre Schrift, desto größer Ihr Problem. Und wie gesagt, immer mal wieder in die Ferne gucken. Einfach Kopf hoch, in die Ferne gucken und Ihr Gehirn ausschalten. 2-3 Minuten Ihr Gehirn ausschalten, nur in die Ferne gucken und gut. Oder wenn Sie die Möglichkeit haben, gerade im Homeoffice, gehen Sie einfach raus in den Wald. Es gibt nichts therapeutisch Wirksameres als Wald, sage ich mal. Okay. Ja, ich habe letztlich, war ich tatsächlich im Wald und da saßen so 2 Damen rum auf so Jägerklapphockern und das fand ich total strange. Und dann, ich war mit dem Hund unterwegs und dann war sie, so, der Hund ist gleich dahin und die waren ganz irritiert. Und ich sage, oh Gott, Entschuldigung, aber was machen Sie denn da? Ja, wir machen Waldbaden. Ja, aber die haben keinen Bikini angehabt, oder? Nee, es hatte geregnet. Also es war noch nicht mal was für Wet-T-Shirt, aber Entschuldigung, das gehört hier nicht her. Aber es ist nicht zum Lachen. Es ist natürlich, das wissen Sie und das haben Sie gelesen, eine Erscheinung, die in Japan vor allen Dingen im Grunde sehr berühmt und bekannt geworden ist. Aber wenn Sie das Thema anschneiden, kann ich Ihnen sagen, wenn Sie eine Eisenstange umarmen in Ettlingen an der Hauptstraße, dann werden Sie an Ihrem Blutdruck nicht sehen, dass das irgendeinen Effekt hat. Wenn Sie eine Douglasie oder eine Eiche umarmen, dann ist es nicht zum Lachen. Dann können Sie feststellen, dass Ihr Blutdruck um 10 mm Hg runtergeht und Ihr Puls geht runter. Kein Mensch weiß, warum das so ist, aber es ist einfach so. Und dann, wenn Sie durch einen Tannenwald laufen, der Schwarzwald ist ja von Ihnen gerade mal 30 Kilometer entfernt, sage ich, dann gibt es da immunologische Phänomene durch die Emission von Terpenen. Das sind so Biostoffe, die im Grunde aus Tannenhölzern freigesetzt werden, die hochinteressante Effekte auf das Immunsystem haben, auf Killerzellen haben, auf weiße Blutkörperchen haben. Es ist unglaublich und deshalb ist Waldbad, das ist kein Hirngespinst, sondern die beiden Damen, dass sie natürlich nicht im Regen da rumhocken müssen, das ist natürlich klar. Die sind am nächsten Tag möglicherweise krank, wenn sie im Regen rumsitzen. Mhm. Man soll sie auch nicht zu ernst nehmen. Aber Waldbaden und Wald ist schon ein therapeutisches Thema. Okay. Das heißt, da ich tatsächlich jeden Tag quasi eine Stunde mit dem Hund durch den Wald marschiere, oder? Man kann übrigens auch mit dem Hund spazieren gehen, ohne dass ein Hund dabei ist. Ja? Also dazu brauchen Sie gar nicht. Ja, aber das macht der Hund aktuell nicht mit. Ja. Nee, das ist, ja, schon klar. Ich meine, der Hund ist was. Der Hund ist möglicherweise genauso wichtig wie die Bäume im Wald. Für Sie ganz sicher, was Ihre Resilienz angeht und was Ihre körperliche Fitness angeht, ist Ihr Hund therapeutisch hochaktiv. Besser geht gar nicht. Okay, cool. Es sei denn, wenn es der richtige Hund ist. Naja, wir sind halt ein Team. Also von daher, das passt schon, ja. Wenn ich da ganz kurz reingrätschen darf, wir haben schon eine Frage im Chat. Mhm. Und das zwar, ob man immer mal wieder quasi digitales Detoxing betreiben soll. Ob es da irgendwie Studien gibt, ob das zur Erholung dient. Es gibt keine prospektiven Studien dazu, aber wenn Sie fasten in der Osterzeit,
dann ist es gut für Sie. Schauen Sie, was ganz wenige Menschen wissen ist, wir haben seit einigen Tagen jetzt Ramadan. Wir Ärzte wissen das und gerade in unserer Klinik wissen wir das, weil wir sehr viel mit arabischen Patienten zu tun haben. Aber Ramadan bedeutet nichts anderes philosophisch dahinter, dass man einfach Phasen hat, wo man weniger zu essen hat. Und mit Ramadan will die arabische Welt daran erinnern, dass es Menschen gibt, die hungern müssen. Und man will im Grunde das nachempfinden, empathisch nachempfinden, dass es Hunger in der Welt gibt. Aber dass auch im Grunde eine Fastenzeit für den Körper unheimlich gut sein kann. Und schauen Sie, es gibt ja auch die Bewegung 16-8, also intermittierendes Fasten, wo wir heute einfach als Internisten, als Diabetologen, als Herzspezialisten predigen, dass wir, wenn es irgendwie geht, unseren Körper 16 Stunden in Ruhe lassen sollten. Völlig in Ruhe. Also wenig essen, natürlich schon trinken, aber keine zuckerhaltigen Getränke trinken, aber dem Körper 16 Stunden Ruhe geben und nur innerhalb von 8 Stunden im Grunde etwas zu uns nehmen und essen. Und das ist eine sinnvolle, eine hochgradig sinnvolle Angelegenheit. Weil unsere Kollegin hier in Italien sitzt, die Italiener, haben ja, die trinken morgens ein Espresso, das ist ja Frühstück sozusagen. Früher haben wir gesagt, das ist aber wirklich ein gebündelter Schwachsinn, das darf man nicht machen, man braucht ein fürstliches Frühstück. Da muss man sagen, es konnte nie nachgewiesen werden, dass die ungesünder sind als wir, wenn die erst mittags etwas zu sich nehmen oder die Hauptmahlzeit abends zu sich nehmen. Es gibt ein chinesisches Sprichwort, das heißt, das Abendessen überlasse deinen Feinden. Auch ein Quatsch eigentlich, denn sie können nicht zeigen, dass Menschen, die eine große Mahlzeit zu sich nehmen, ungesünder leben als jemand, der 3 kleinere Mahlzeiten zu sich nimmt. Und wenn Sie nach der Todesrate an Herzinfarkt und Schlaganfall gucken, zwischen Finnland und zwischen Faro in Portugal, dann werden Sie sehen, dass in Portugal keine höhere Mortalität, Sterblichkeit vorhanden ist als in Finnland, wobei die Portugiesen und die Südspanier abends um 22.30 Uhr anfangen, im Grunde zu essen. Also das späte Essen, Sie können nie zeigen, dass das ungesund ist. Aber man kann zeigen, dass intermittierendes Fasten, das heißt 16 Stunden den Stoffwechsel in Ruhe lassen, dass das nicht nur zu einer Abnahme ihres Körpergewichts führt, sondern dass es extrem gesund ist, weniger Diabetes macht, weniger Zuckerkrankheit und dass es den Blutdruck senkt. Ganz wichtig. Und digitales Detox sollten wir uns natürlich schon verordnen, immer mal wieder. Und wenn es nur 3 oder 4 Stunden sind. Schauen Sie, wir haben kleine Kinder, haben heute, die haben Computerzeiten oder die haben Smartphone-Zeiten von 6 bis 8 Stunden am Tag. Und Ihnen ist ja schon begegnet in Ihrem iPhone oder in Ihrem Smartphone, dass es Ihnen sagt, hören Sie zu, Ihre Bildschirmzeit war heute 8 Stunden. Wobei dann natürlich auch aufgezeichnet wird, dass Sie gerade Musik gehört haben und das war für Sie keine aktive Zeit am Bildschirm sozusagen. Aber Sie kriegen ganz genau gesagt, wie lange Sie am Bildschirm waren. Und Sie kriegen auch gesagt, was Sie gemacht haben an Ihrem Bildschirm. Und Sie sollten sich natürlich schon verordnen, dass mal 3 Stunden Ruhe ist. Oder dass Sie nachts schalten Sie doch das iPhone nachts in einen Flight-Mode. Also das mache ich wirklich konsequent. Das Problem ist nur, wenn Sie Pipi gemacht haben und wieder ins Bett kommen, dürfen Sie den Flight-Mode nicht einstellen, weil dann 17 WhatsApps und 3 E-Mails kommen. Und das ist das Problem. Und da muss man natürlich stark genug sein und sagen, no, jetzt wird geschlafen, jetzt ist Ruhe. Und dazu raten wir natürlich dringend, wenn dann wird wir können nicht erdickt werden und abhängig werden von diesem Quatsch, sage ich mal. Annabelle, hast du noch Fragen? Ich habe noch mal eine Frage, die in eine ganz andere Richtung geht. Okay. Das geht um Virtual Reality Brillen. Sie hatten vorhin davon gesprochen, dass man immer mal wieder in die Ferne schauen soll und dass das gut für die Augen ist. Und jetzt ist die Frage, wie sieht es aus mit diesen Brillen? Das Display ist ganz nah im Auge, aber man guckt trotzdem sozusagen in die Ferne. Sieht man da trotz allem Vor Jahren schon hat ein Freak mir eine solche Brille mitgebracht. Und er hat mir zum Beispiel gezeigt, 360-Grad-Bilder in einer Bibliothek in Weimar gezeigt. Oder er hat mir gezeigt, Bilder vom Kölner Dom, 360-Grad-Bilder. Eine geile Angelegenheit. Man kann es ja gar nicht anders sagen. Nur, mich hat das sehr angestrengt, muss ich sagen. Sie kriegen dann teilweise Schwindelgefühle, wenn Sie das nicht geübt sind. Ich weiß nicht, ob Sie das mal auf hatten. Sie kriegen Blutdruckerhöhungen, Sie kriegen Pulserhöhungen. Und wenn Sie Spiele sehen damit, ist das natürlich eher was Aufregendes. Also ich kann,
Das ist eine tolle Geschichte, eine wahnsinnige Entwicklung, die wir auch nicht zurückschrauben können. Aber ich empfehle nicht, dass Sie das 3 Stunden am Tag machen. Das ist, das geht an Ihre Psyche und es geht an, an Ihrem Blutdruck und es geht an Ihrem Puls. Das ist gar keine Frage. Das ist ja auch verständlich. Ja. Also wenn ich 3 Stunden am Tag Achterbahn fahre, das kommt dem ja in etwa gleich. Ja, so ist dann es. Ist der Rest ja auch gelaufen vom Tag. Ja. Ja, und zwar gewaltig. Ein super Vergleich. Für mich war das Achterbahnfahren beim ersten Mal. Ja, klar. Das ist es natürlich, weil es auch das Ungewohnte ist. Klar, man kann sich an alles gewöhnen. Aber tatsächlich ist es ja doch was einen verwirrt und was auch Einfluss, wie ich finde, auf den Gleichgewichtssinn nimmt. Ja? Also es gibt Filme, wie Menschen mit der Brille einen Abenteuerpark und Pässe entlanglaufen und schwitzen anfangen, weil sie Angst haben, darunter zu stürzen. Dabei gehen sie durch eine vollkommen leere Halle. Ja, und das finde ich. Zum Digital Detox noch. Es ist klar, es braucht von unserer Seite Disziplin und es braucht natürlich eine Selbstreflexion. Keine Frage. Das müssen wir haben. Aber jeder, der damit arbeitet und jeder weiß, wie wichtig dieses Medium für ihn ist, der weiß das eigentlich. Und jeder spürt ja auch, was ihm individuell gut tut. Und es gibt natürlich Menschen, das sind Rampensäue, die sind durch nichts kaputt zu machen sozusagen. Und da können sie auch nicht zeigen, dass der Stress schädlich ist. Die brauchen das im Grunde, um ihre Betriebstemperatur zu haben. Und für andere sind 5 Minuten ein iPhone schon zu viel. Oder Multitasking zu viel, sage ich mal. Jeder ist individuell unterschiedlich. Jeder ist anders. Wenn Sie das alles sagen, es klingt alles natürlich sehr, sehr schlüssig und irgendwann lege ich das einfach weg oder ich setze mich in den Garten und nehme mein Frühstück oder mein Abendessen zu mir, das Handy ist drin und das Laptop ist aus. Dann kommt aber doch das andere Gefühl, dann kommt dieses, ich verpasse was, ja, ich verpasse die WhatsApps, ich verpasse die Nachrichten, ich verpasse was. Und das macht mir natürlich auch einen mega Druck, weil ich weiß, wenn ich jetzt dann wieder zurückgehe, dann habe ich umso mehr zu tun. Das ist ja so ähnlich wie Urlaub. Ich finde immer, Urlaub muss ich im Vorhinein mit Arbeit bezahlen und im Nachhinein mit Arbeit bezahlen, wenn ich zwischendurch nichts mache. Und dann muss ich ja auswählen, ist es was macht mich mehr oder was macht mich weniger krank? Ich habe viele Patienten, die im Urlaub ihre Medien dabei haben, ihren Laptop dabei haben, ihr iPad dabei haben. Und ich sage denen schon, hör zu, du kannst das machen, aber du machst das 30 Minuten am Tag. Ich meine, du gefährdest ja auch das Familienleben dadurch. Da kannst du ja erheblichen Stress bekommen mit deiner Frau und mit deinen Kindern und mit der ganzen Familie. Aber wenn du es nicht lassen kannst, dann mach das 30 Minuten, leg das mit deiner Familie fest, wenn die 30 Minuten sind. Und anschließend gibst du aber Ruhe. Anschließend ist Urlaub, Punkt. Selbstreflexion und Disziplin auch da natürlich erforderlich. Wissen Sie, und eine andere Geschichte. Wenn Sie früher beim Aldi 8 Leute an der Kasse vor sich gehabt haben, dann war das grausam. Heute kann es nicht lang genug sein, weil ich die Zeit komplett nutze, mir Bilder angucke, wie kleine Videos angucke, meine WhatsApps beantworte. Das Einzige ist, was ich nicht machen kann, ich kann es nicht diktieren mit Siri. Ich muss es mit der Hand tippen. Aber mir wird doch beim Aldi nicht mehr langweilig. Also das muss man ja auch mal sehen. Wenn man ehrlich ist. Das ist tatsächlich so. Das ist mir letztlich aufgefallen. Was ich gehasst habe, ist Schlange stehen. Ja, natürlich. Furchtbar. Das ist nicht mehr so schlimm. Ja, das, wenn Sie das jetzt sagen, das ist tatsächlich so. Es ist einfach nicht mehr so arg, weil ich kann mich ja beschäftigen. Ne? Ja, man löscht Bilder oder man liest E-Mails. Man hat immer eine Beschäftigung. Und das kann sogar entspannend sein, sage ich mal. Also wenn Sie in einer Schlange warten müssen, kann das Stress für Sie bedeuten. Wenn Sie die Zeit nutzen und was löschen oder irgendwas in Ordnung bringen, dann ist das entspannt und es ist okay. Es gibt immer einen Fluch und einen Segen bei allem, was Sie beobachten und was Sie bewerten müssen. Ja, der Fluch ist dann, wenn ich im Aldi an der Kasse stehe, meine E-Mails machen will und habe keinen Empfang. Ja? Ja, das ist schlimm. Ja. Das ist schlimm. Dann ist es doppelt so arg. Ich hätte noch eine Frage zum Stichwort ständige Erreichbarkeit. Ja. Und zwar jetzt gerade auch Homeoffice, das fiel ja eben auch der Begriff. Ist es nicht so, dass da jetzt, wenn wir jetzt alle im Homeoffice arbeiten, irgendwie auch die Grenzen so langsam verschwimmen? Weil man ist ja ständig erreichbar durch Laptop. Man hat gegebenenfalls noch ein Smartphone vom Betrieb oder so.
Oder man kann eben ja immer mal wieder noch schnell reingucken, ach, gibt es noch Neuigkeiten, gibt es noch eine neue Mail? Wie schätzen Sie da den Stressfaktor für einen ein? Auch das hängt alleine von Ihnen ab. Aber schauen Sie, wenn Sie in Bochum wohnen und Sie haben zwei schulpflichtige Kinder und eine Dreizimmerwohnung und der Papa macht Homeoffice und die Mama macht Homeschooling, weil viele ältere Lehrer nicht in der Lage waren, das Problem aufzufangen über einen Zeitraum von 2 Jahren. Über die Sinnhaftigkeit von Lockdowns brauchen wir jetzt hier nicht zu diskutieren. Aber wenn Sie zwei haben im Homeschooling, Sie können ruhig dann 3 Geräte haben. Viele haben nur ein Gerät nebenbei gesagt, mit dem Sie arbeiten können. Aber dann wird das natürlich zum radikalen Stress, auch das Homeoffice. Auf der anderen Seite möchten viele Leute nicht mehr aus dem Homeoffice zurück, weil es auch entspannende Augenblicke gibt, weil sie über ihre Zeit besser verfügen können. Sie können auch, ich sage jetzt mal, ein bisschen länger schlafen. Natürlich werden Sie immer deklarieren, dass Sie zu den Arbeitszeiten da sind, wo Sie sein müssen. Aber viele lieben auch das Homeoffice, weil sie sich doch freier bewegen können, weil sie nicht durch den morgendlichen Verkehr fahren müssen, weil sie ein bisschen länger schlafen können. Ich habe das schon gesagt, das kann auch entspannende Phänomene haben. Aber Sie müssen da natürlich auch sehen, dass sie gesund bleiben, dass sie sich gesund ernähren, dass sie immer mal wieder aufstehen, dass sie, haben wir vorhin schon gesagt, in die Ferne schauen einfach mal, dass sie ihr Gehirn aushängen, vielleicht ein bisschen autogenes Training machen, dass sie Hintergrundmusik anstellen, wenn sie nicht gerade in einem Live-Chat sind, die sie entspannen, ob das Bach oder Mozart oder Beethoven ist, was immer auch. Aber sie haben dann mehr Möglichkeiten im Grunde, in ihr individuelles Leben zu leben. Es hat nicht nur negative Folgen für sie, aber es kann natürlich auch zum Stress werden. Je intelligenter sie sind, desto besser kommen sie mit diesen neuen Arbeitstechniken zurecht, sag ich mal. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also das mit der Musik, das kann ich tatsächlich bestätigen. Ja. Je nach Aufgabe mache ich das auch. Das ist dann doch ganz angenehm. Aber beispielsweise, mir fällt es schwer, Pausen richtig einzuhalten. Also ich habe das Gefühl, dass ich im Homeoffice mehr arbeite, weil man ja eben dann nochmal guckt, ach, kam da noch was? So ist es im Büro beispielsweise dann eher der Zuruf von Kollegen, wo man nochmal Absprachen macht. Wenn alle Leute im Homeoffice sind, muss das ja eben durch Nachrichten geschehen, weshalb man dann nochmal vermehrt auf den Laptop blickt. So ist zumindest mein Empfinden. Ja, die Arbeitszeiten verschwimmen natürlich. Ich sagte das ganz vorne am Anfang auch. Mhm. Also auch Wochenendarbeit, Samstag, Sonntag und auch ja, jetzt steht Ostern vor der Tür. Auch Feiertage natürlich. Sie sind einfach verfügbarer, das ist gar keine Frage. Also auch da Fluch und Segen. Aber was Sie draus machen, entscheiden Sie alleine, sage ich mal. Und Sie machen entweder Ihr Homeoffice gesund oder Sie machen sich krank im Homeoffice. Dafür sind Sie verantwortlich. Disziplin und richtige Selbsteinschätzung ist wichtig. Damit gehen Sie auch direkt auf die nächste Frage ein. Weil wir nämlich auch uns die Frage gestellt haben, also vermehrt im Homeoffice bedeutet für manche vielleicht auch weniger Bewegung, weil sie nicht mehr den Weg zur Arbeit haben. Aber wie Sie sagen, kann es auch genau das Gegenteil sein, wenn man sich beispielsweise dann die Stunde mal von einem Spaziergang nimmt, den man so jetzt während den Bürozeiten eigentlich nicht hätte. Also dann wahrscheinlich ist Ihre Antwort auch eher in die Richtung, letztlich kommt es darauf an, was man selber daraus macht. Ja, aber schauen Sie, Herr Lüttke hat vorhin gesagt, der geht mit dem Hund im Wald spazieren. Mhm. Es wurden nie mehr Hunde angeschafft als in dieser Zeit des Lockdowns. Es wurden nie mehr, versuchen Sie im Moment mal ein gescheites Fahrrad zu kaufen. Sie kriegen keins. Die Fahrräder sind komplett ausverkauft. Gerade in der Lockdown-Zeit. Sie kriegen im Moment kein gescheites Fahrrad. Das klingt furchtbar, aber Sie können im Moment nicht das Fahrrad Ihrer Wahl kaufen. Sie kriegen es nicht. Nicht nur wegen der Ukraine-Krise, sondern vor allen Dingen auch wegen dem Lockdown zuvor. Das heißt, es haben unheimlich viele Menschen auch geschafft, in dieser Zeit hervorragend im Alltag zurechtzukommen. Hervorragend. Natürlich hat diese Zeit auch, ich betreue sehr viele Lehrer, Lehrerinnen und Schulrätinnen. Und ich frage die natürlich, sagen Sie, wie sieht es mit unseren Kindern aus? Wir haben darüber jetzt heute noch gar nicht gesprochen. Aber die Kinderpsychologen und die Lehrerinnen werden Ihnen sagen, um Gottes Willen, in vielen Bereichen ist da ein Jahr verloren gegangen. Und das ist natürlich auch so. Wissen Sie, und das Problem ist natürlich auch als Arzt die Frage, wir diskutieren heute nicht darüber, aber war dieser blöde Lockdown überhaupt notwendig oder nicht notwendig? Und was bringt ein Lockdown?
Ich habe da wahnsinnig kritische Fragen zu diesem Punkt. Es bringt nicht nur katastrophale Auswirkungen auf die Wirtschaft, sondern es hat gesundheitliche Implikationen, es hat so sozialmedizinische Implikationen. War dieser Lockdown sinnvoll oder nicht sinnvoll im Rahmen dieser Viruserkrankung, die uns für den Rest des Lebens begleiten wird? Viruserkrankungen gab es immer. Nur wir sind noch nie im Leben mit solchen Maßnahmen gegen eine, ich sage jetzt mal, banale Viruserkrankung so vorgegangen wie jetzt im Rahmen dieser Corona-Geschichte. Und da spielen Politiker und Medien eine extrem wichtige Rolle. Eine extrem wichtige Rolle. Das hat uns natürlich auch im Hinblick auf die Digitalisierung gebracht, dass sich ein technischer Fortschritt innerhalb von einem Jahr eingestellt hat, für den wir sonst vielleicht 10 Jahre gebraucht hätten. Ja? Dass wir auch wiederum, also ich sehe das zumindest so, auch wenn es vielleicht noch nicht belegt ist, dass wir ganz viel für die Umwelt tun. Ich bin einmal im Monat nach Berlin geflogen, mindestens. Ja? Und das war sowas von verlorene Zeit. Außer, dass ich danach, wenn das Meeting fertig war, saß ich in Tegel und habe Bier getrunken und Frikadellen gegessen, ja? Um zu warten, bis ich wieder zurück kann. Und es wäre auch gar nicht akzeptiert gewesen, zu sagen, ich komme einfach digital dazu. Das ist heute möglich und das hat doch sicherlich auch wiederum einen Essensumwelteffekt und einen Gesundheitseffekt, oder nicht? Würstler und Kartoffelsalat haben Sie vergessen in Tegel. Das habe ich jeden regelmäßig gemacht, weil ich genauso oft in Berlin war wie Sie. Aber schauen Sie, noch eine kurze Bemerkung. Ich bin Universitätsmediziner. Und das Größte war früher, wenn wir eine Publikation oder eine Demonstration in den USA machen durften. In Orlando oder in New Orleans oder in New York. Das war das Geilste überhaupt, was man machen konnte. Nur, wir haben doch jetzt gelernt, Sie haben doch völlig recht, dass 90% dieser Meetings völlig unnötig sind. Da brauchen wir doch nicht hinzufliegen. Wir reden doch im Moment live miteinander und haben nicht mehr und nicht weniger voneinander, als wenn wir in einem Konferenzraum sitzen würden. Das braucht es doch nicht. Und wir müssen natürlich sehen, dass wir da auch sinnvoll, auch was die Umwelt angeht in Zukunft, natürlich sinnvolle Sachen machen. Das ist doch gar keine Frage. Viele Sachen sind einfach nicht notwendig. Die kann man anders lösen. Und es fehlt Ihnen doch nichts, wenn Sie nicht einmal pro Monat nach Berlin fahren müssen. Gehen Sie lieber mit dem Hund im Wald spazieren, da haben Sie mehr davon. Fehlt der Museumsbesuch, aber dann. Oder ja, oder gehen Sie ins Burda-Museum nach Baden-Baden oder nach Karlsruhe. Ja, natürlich, klar, absolut richtig. Es hat einen Vorteil, weil es wird für mich eines der schlimmsten Verbrechen dieser Welt wird eingeschränkt und das ist Zeitdiebstahl, ja. Das ist gerade, je älter man wird, desto schlimmer ist dieses Verbrechen, wenn du sinnlose Strecken zurücklegst und sinnlose Meetings machst, wo du eigentlich sagen kannst, okay, Kamera an, zack, halbe Stunde, das Ding ist erledigt. Und für mich menschlich, ich glaube, das sage ich fast in jedem digitalen Call, Kira lacht, ist es, dass das Private, das Live-Treffen, das kriegt eine wesentlich höhere Qualität, weil es einfach intensiver ist und weil ich mich auch mehr darauf freue, jemanden live zu sehen. Und ja. Das ist eine Frage, die ich eigentlich vorhin noch stellen wollte. Es gibt Verfechter, das ist E-Books, die finden das super klasse. Es ist auch eine Mega-Erfindung, sensationell. Ich kann eine Bibliothek in der Hosentasche mit mir rumtragen und habe Zugriff auf alles. Und dann gibt es ganz viele Menschen, die sagen, ah nee, weißt du, ich brauche das Buch, ich brauche das in der Hand, ich brauche diese Haptik, ich brauche vielleicht auch den Geruch von dem Buch. Ist das medizinisch erklärbar? Oder ist das einfach nur so, boah, ich habe das halt lieber? Wissen Sie, wenn Sie Geburtstag haben und ich kenne Sie gut, dann kriegen Sie von mir eine E-Mail. Und zwar jeder, auch viele Patienten, die 70 oder 80 Jahre alt sind, die kriegen von mir eine E-Mail, sind ganz überrascht, nebenbei gesagt. Und die E-Mail, die diktiere ich natürlich mit Siri. Übrigens eine wahnsinnige Geschichte. Künstliche Intelligenz ist das ja nichts anderes. Oh, gibt auch andere Diktatsysteme natürlich. Wir diktieren unsere Arztbriefe heute digital mit dem iPhone. Das ist doch ein unglaublicher Fortschritt. Aber dennoch gibt es natürlich Situationen, Herr Lüdke, wo ich sage, I believe in paper and ink. Ich glaube an Papier und an Tinte. Und ich kann Ihnen sagen, es gibt unheimlich viele Sachen, die ich noch nicht mal mit dem Kugelschreiber schreibe, sondern die ich mit Tinte schreibe. Oder ich schreibe Ihnen einen persönlichen Gruß
mit Tinder. Und auch das ist natürlich, das ist etwas, was ich mir einfach bewahren muss. Und eine Sache noch zum Lockdown. Wer gelitten hat, sind die Kinder, Herr Lüttke, und wer gelitten hat, sind die alten Leute, aber auch die nicht besucht werden konnten, weder von den Enkelkindern, im Übrigen über 2 Jahre. Das ist für einen 80-jährigen Menschen, es sind 2 Jahre lange Zeit, muss man fairerweise sagen. Ja, natürlich. Und, aber auch da ist es natürlich so, wenn du dann FaceTime kannst, ist es für dich ein einfacheres Problem, als wenn du es nicht kannst. Und das ist dann nichts anderes als ein digitales Medium. Machen wir uns nichts vor. Wenn Sie eine Oma haben, die mit FaceTime topfit ist, das ist doch eine tolle Geschichte. Absolut. Das ist eine tolle Geschichte. Wissen Sie, ich habe junge Leute, ich habe junge Kollegen hier in meiner Mannschaft, die sind so autistisch, denen schreiben sie eine E-Mail, sie hören 8 Tage nichts. Die sind noch voll im Blut, sind Oberärzte in der Medizin, sind komplett autistisch. Nun werden Sie sagen, die sind resilient, von der Resilienz her besser dran als du. Aber ich sage Ihnen, das geht einfach nicht mehr. Wenn ich Ihnen eine E-Mail schreibe und es ist wichtig beruflich oder es ist für den Patienten wichtig, dann erwarte ich von Ihnen eine Antwort. Nicht in den nächsten 7 Minuten, aber nicht 8 Tage später oder nicht gar nicht. Also es gibt gewisse Sachen, die wir nicht zurückdrehen können. Also Alte haben gelitten darunter. Keine Frage, Kinder haben gelitten. Aber wenn die Alten digital gebildet waren, sozusagen, oder wenn sie das können, war das von einem riesen Vorteil, ein riesen Vorteil. Oder ich habe Enkelkinder, die sind in der Schweiz. Ja, mit denen verkehre ich über die iWatch, über ein Wearable sozusagen. Übrigens medizinisch auch hochgradig wichtig, was diese Gadgets uns bringen in der Medizin. Es ist sensationell. Ist da tatsächlich was dran, wo Sie es jetzt erwähnen, diese Schrittzähler digitalen, die ich ständig mit mir rumtrage, wo ich irgendwie alle paar Tage gucke, Mensch, bist du auf deinen 7000 Schritten am Tag oder muss ich was nachholen? Bringt das was, dieses Gegeneinander-Battlen, dass ich sage, okay, was weiß ich, battle jetzt, mache ich nicht, aber zum Beispiel mit Kira, die jetzt, wer am meisten Schritte macht am Tag oder sowas, ja? Fördert das die Gesundheit? Also für mich ist schon interessant, ob Sie 10.000 Schritte am Tag machen, ja oder nein. Weil oft machen Sie nur 2.000 oder 1.500 nur. Und wenn Sie 10.000 Schritte gemacht haben, dann sind Sie besser dran, das ist überhaupt keine Frage. Das heißt, es interessiert mich schon. Und schauen Sie, wir sind ja heute in der Situation, ich mag keine elektronischen Uhren auf der einen Seite, weil ich mechanische Uhren liebe. Das ist der einzige Schmuck, den ein Mann tragen kann, sage ich mal. Aber ich habe natürlich auch eine iWatch. Ich mache jetzt keine Reklame für Apple. Sie können auch von einer anderen Firma ein Wearable haben sozusagen oder von Garmin. Aber schauen Sie mal, ich kann heute, wenn Sie eine iWatch 5, 6 oder 7 haben, dann zeichnen Sie innerhalb von 3 Sekunden, können Sie ein EKG aufzeichnen auf dieser Uhr. Sie haben es live auf Ihrem Smartphone und 7 Minuten später habe ich als Kardiologe von Ihnen das EKG. Und ich kann Ihnen dann sagen, das ist ein harmloser Extraschlag oder es ist Vorhofflimmern und es ist ein massives Risiko für einen Schlaganfall. Ein massives Risiko für einen Schlaganfall. Also das ist doch sensationell. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Ich habe mal innerhalb eines Jahres 2 Autos in den Wald gesetzt, weil ich eine Schlafstörung habe, geschnarcht habe nachts und zu wenig Sauerstoff hatte. Ich habe das herausgefunden, indem ich mit einer iWatch meinen Sauerstoffdruck im Blut gemessen habe. Seither habe ich ein Schnorcheln nachts auf der Nase, ich bekenne mich dazu, habe eine solche Spezialbeatmung in der Nacht, die auch keinen Lärm macht, ich schnarche auch nicht mehr. Aber ich könnte tagsüber Bäume ausreißen. Diagnostiziert habe ich das mit einer iWatch. Wenn Sie 70, 80 oder 90 Jahre alt sind und Sie sind behindert und Sie haben so eine Uhr an und Sie stolpern heute Abend in Ihrer Wohnung und Sie fallen, dann ist die iWatch in der Lage, 3 Falltechniken im Grunde zu diagnostizieren. Einmal, Sie haben einen Herzstillstand und sind deshalb gefallen. Zweitens, Sie sind gestolpert. Und die iWatch diagnostiziert das anhand Ihrer Fallgeschwindigkeit. Das ist einfach nur sensationell. Aber die iWatch macht auch noch Folgendes. Wenn Sie nicht klicken anschließend, Sie werden gefragt, geht es Ihnen gut? Und wenn Sie nicht klicken, steht im Grunde eine Viertelstunde später das Rotkreuz vor Ihrer Tür mit einem Sanka und holt Sie ab in die Klinik. Das ist doch einfach nur faszinierend. Bei der iWatch 8 werden Sie sehen, bei der iWatch 8 werden Sie über Ihren Unterarm Ihren Blutzucker messen können.
eine sensationelle Entwicklung. Wir machen das heute schon. Wir haben Diabetiker, die haben eine kleine Sonde am Oberarm, die alle 14 Tage gewechselt werden muss. Und sie haben live auf ihrem Smartphone ihren Zucker 24 Hours. Das ist doch eine, Freunde, da können wir doch nicht mehr zurück. Das ist doch einfach nur sensationell. Das verbessert doch im Grunde unsere Medizin. Das macht es doch besser. Das heißt, ich bin ein kompletter Befürworter dieser digitalen Entwicklung. Wir brauchen ja gar nicht jetzt über Patientenakte zu diskutieren oder über ein elektronisches Rezept. Schauen Sie, wenn Sie Husten haben und eine Allergie haben, dann haben Sie von mir 10 Minuten später, 8 Minuten später ein Rezept. Sie gehen in die Apotheke und Sie kriegen das. Wobei wir da medizinisch komplett im Hintertreffen sind in Deutschland. Da ist gerade eine Studie gemacht worden von der Bertelsmann Stiftung, die zeigt, dass wir an Position 18 sind oder 17 sind von 18. Nur Polen ist hinter uns. Wenn Sie in Ettlingen in eine Apotheke gehen mit einem Rezept von Diem, wird man Ihnen sagen, bringen Sie bitte gefälligst das Original morgen früh vorbei. Wir geben es Ihnen jetzt nochmal, weil Sie sind, aber morgen früh ist das Original da. Das heißt, die elektronische Patientenakte funktioniert nicht in diesem Land. Übrigens nur 0,5% aller Versicherten stimmen zu, dass elektronisch etwas erfasst wird. 0,5%, müssen Sie ja, 0,5% neueste Daten zu diesem Thema. Und Ihr Rezept wird in vielen konservativen Apotheken nicht anerkannt. Ja, wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Also vieles funktioniert nicht, muss man sagen. Das muss man kritisch sehen. Katastrophe. Das ist tatsächlich eine Katastrophe. Also ich habe einen Kunden, einen sehr guten Kunden und Geschäftsfreund, der hat eine Apotheke, die ist ein bisschen weg von hier. Ja. Und dem schicke ich ein Bild von meinem Rezept und dann schickt er mir das Zeug. Und er warnt natürlich auch davor, einerseits, und sagt, dass mit dem E-Rezept kriegt die Vor-Ort-Apotheke womöglich echte Probleme. Ja. Sagt aber auch gleichzeitig, aber da ist die Apotheke selber schuld. Ja, ja, und aktuell bauen wir an Kampagnen, wie wir die Vor-Ort-Apotheke stärken können. Ja. Also gerade das Thema, junger Mensch kriegt sein E-Rezept, also dass meine 80-jährige Schwiegermutter jetzt mit dem E-Rezept nicht mehr so geil darauf ist, das verstehe ich gut, ja. Aber wenn der junge Mensch das E-Rezept kriegt, auf dem Weg raus aus dem Arzt habe ich es zur Apotheke geschickt und bestenfalls habe ich 2 Stunden später mein Medikament zu Hause oder im Büro oder wo auch immer. Also ich finde es Win-win. Absolut, ich finde es mega. Diese ganzen Digitalisierungsthemen, diesen wahnsinnigen Fortschritt miterleben zu können, ein Teil davon zu sein. Ja? Sind wir ja mit unserem Studio letztendlich auch ein Teil. Also ich komme aus der Generation Wählscheibentelefon. Ja? Da war das Tastentelefon schon so ein Erfolg. Ja? Der eine oder andere kann sich erinnern, Bordeaux Rot, Teeträger hieß es. Wenn mir damals einer gesagt hätte, das ist die Zukunft, da ist alles drin, was du brauchst, dem hätten wir doch einen Vogel gezeigt. Absolut. Ohne was. Und ich gebe Ihnen noch ein anderes Beispiel. Also ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel, so halb illegal sozusagen. Also ich fahre keinen Schritt mehr ohne Blitzer.de. Seither habe ich nahezu keine Strafzettel mehr. Ist doch wunderbar. Das darfst du zwar nicht, aber für 9,90 € kriegst du Blitzer.de, die Proform, und dann kriegst du keine Strafzettel mehr. Ist doch wunderbar. Oder ich muss über das Albtal, das Sie kennen, auf die Bühne Höhe fahren. Dauert 1 Stunde und 5 Minuten. Ich kenne fast jeden Podcast. Ich kenne die Steinstunde der Philosophie. Ich kenne den letzten NDR-Talkshow oder 3 nach 9. Also es würde mir richtig fehlen, wenn ich nicht mehr fahren dürfte. Das sind doch alles Punkte, die für einen Menschen, der mitten im Leben steht, sage ich mal, auch in den 70ern, das sind doch ganz wichtige Aspekte für das tägliche Leben. Das macht doch, mir macht das Lebensqualität. Ja, absolut, absolut. Ich sehe das auch zum Thema Homeoffice. Also wir sind, als Agentur hatten wir natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, ist Lockdown, zack, komm, alle, nehmt die Rechner mit, wer keinen daheim hat. Ja. Und die Agentur war Monate zu. Ja? Also da wir auch keine Blumen haben, musste ich noch nicht mal her zum Blumen gießen. Ja. Ja. Jetzt lockern wir und sind teilweise im Office und ich versuche freitags im Homeoffice zu sein. Was für eine Lebensqualität. Na, absolut. Ja. Absolut. Ja.
Natürlich auch mit diesem Glück, keine Drei-Zimmer-Wohnung ohne Balkon, keine fünf Kinder, die da auch noch irgendwie im Etagenbett liegen, sondern... Aber Herr Lübcke, das ist nicht die Regel. Das ist nicht die Regel. Nein, natürlich. Also das ist nicht die Regel. Deswegen, wenn ich klage, klage ich auf allerhöchstem Niveau. Ja? Ja. Und wenn ich rausgehe, gucke ich in den Wald. Ja. Also ich fand das jetzt mit dem Lockdown nicht so schlimm. Ja? So ist es. Weil man wir kann nicht genug davon haben. Ja, genau, weil wir nicht betroffen waren. Ja. Ja. Jetzt muss ich gerade wieder auf die Fragen gucken hier. Die Uhr, das fasziniert mich nach wie vor. Wie misst denn so eine Uhr den Blutzuckerspiegel? Ohne also das ist noch, kann ich Ihnen sagen, es gibt noch ein kleines Problem. Apple hat es bisher noch nicht gelöst, auch Garmin hat es nicht gelöst, weil sie brauchen, also ich habe ja gesagt, am Oberarm können Sie den Zucker messen mit einer kleinen Sonde, aber da ist eine kleine, kleinste spitze Nadel drin. Denn Sie brauchen Kontakt mit Blut. Sie brauchen Kontakt mit Blut. Und Apple hat das technische Problem gehabt, ich kann Ihnen versichern, weil ich verfolge das aufs Engste, dass Sie haben ja bei den iWatches, können Sie das Band austauschen, je nach Farbe und je nach noch Wochentag sozusagen. Und es war nicht klar, ob Sie dieses Tool in die Uhr reinmachen, dieses spitze Teil, oder in das Band reinmachen. Aber Sie müssen den Unterarm im Grunde ein bisschen anritzen, aber was keine Kratzspuren hinterlässt oder was keine Infektionen macht. Und das hat Apple jetzt gelöst. Man geht davon aus, dass in der iWatch Nummer 7 oder 8 dieses Tool drin sein wird, dass Sie live über 24 Stunden Ihren Blutzucker messen können. Und das ist natürlich eine geniale Geschichte. Eine geniale Geschichte. Wahnsinn. Ja, geniale Geschichte. Ja. Genial in jede Richtung, in Richtung Patient, aber auch in Entlastung der Ärzteschaft. Ja. Sie haben einen Dauer-EKG sozusagen. Ja, eben. Sie wissen sowieso, wie Ihr Puls ist. Sie wissen, ob Sie Rhythmusstörungen haben. Was wir technisch noch nicht gelöst haben, ist der Blutdruck. Weil dazu brauchen Sie Manschetten. Sie brauchen dazu eine Manschettentechnik. Ja. Aber Sie alle anderen Parameter, alle anderen vitalen Parameter, auch die Atmung messen. Sie können, wenn Sie das Ding auf dem Nachttisch oder an Ihrem Arm haben, Ihre Atmung messen. Und Sie wissen, ob Sie eine sogenannte Schlafapnoe haben. Ich habe Ihnen ja gesagt, ich habe Ihnen die Unterhose runtergelassen, dass ich selber sowas hatte. Ich habe 250 Pausen gehabt, wo ich 45 Sekunden nicht geatmet habe. Ich habe es diagnostiziert mit einer iWatch, mit der iWatch diagnostiziert. Okay. Und der Pulmonologe, der Lungenfacharzt, hat das bestätigt. Und dann trägst du so einen Schnorchel auf der Nase und kannst den ganzen Schwarzwald abholzen plötzlich wieder. Hast keine Tagesmüdigkeit und es geht dir gut. Ja, Herrgott nochmal, das ist doch ein Riesenfortschritt in der Medizin. Ja. Ja. Vielleicht zum Abschluss, weil die Zeit wird langsam, neigt sich dem Ende. Genau. Neben Pandemie, Homeoffice, der ganzen Reizüberflutung, ständig benutzen wir Tablets, Smartphone, dann diese E-Book-Reader hatten wir ja jetzt auch ein paar Mal. Wie kann man denn da eigentlich noch gesund bleiben, beziehungsweise gesund leben? Haben Sie da Tipps? Also wir haben ja darüber gesprochen, letztlich liegt es an einem selber, da eine gewisse Disziplin aufzuweisen und zu sagen, okay, und jetzt gönne ich mir eine Auszeit. Aber wir haben beispielsweise auch eine Frage in den Chat. Viele können sich das gar nicht selber da die Deadline setzen, weil sie es nicht beigebracht bekommen, gerade auch bei Kindern. Die können da vielleicht gar nicht so, die haben gar nicht diesen Blick drauf, dass sie sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Sollte das sogar vielleicht im Schulwesen mit aufgenommen werden, im Unterricht, dass da der Umgang mit diesen Medien beigebracht wird? Welche Tipps haben Sie da für uns? Also gerade zu dem letzten Punkt zuerst. Ich habe zwei Enkelkinder, die leben in der Schweiz, sind in einer Schule bis mittags um 5 jeden Tag, haben beide jetzt eine iWatch, aber haben kein Smartphone. 8 Jahre und 6 Jahre. iWatch ja, aber kein Smartphone. Die iWatch kannst du heute so programmieren, dass in der Schule, das macht die Mama, dass in der Schulzeit die iWatch nicht funktioniert. Das ist ja schon mal eine wahnsinnig gute Sache. Apple hat es so eingerichtet. Du bestimmst die Zeiten, wo die Kinder in der Lage sind, etwas zu tun oder nicht zu tun. Das heißt, edukatorisch kannst du das regulieren, sodass die genau wissen, was los ist. So. Die können übrigens damit diktieren, die schreiben Texte, die können fotografieren, die können alles machen, dazu alles machen, was sie mit dem Smartphone machen. Dass sie sich natürlich unabhängig von der Digitalisierung gesund ernähren sollen, brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Dass Sitzen ungesund ist und das neue Rauchen ist, haben wir heute schon gesagt. Das heißt, steh doch ab und zu mal auf. Das Internet ist voller Übungen,
im Homeoffice. Also wenn Sie das an, auch da hilft dir die Digitalisierung. Klicken Sie nachher mal an, Homeoffice-Übungen. Na, wenn Sie sehen, 8000 Items finden Sie dazu, Übungen, die Sie machen können. Mit einem Fitnessband, mit einem Wackelbrett sozusagen, wo Sie draufstehen und telefonieren und Ihre Flexibilität, Ihre Koordination, Ihr Gleichgewicht, Schulen, was ganz wichtig ist. Dass Sie die Spaziergänge machen, haben wir erwähnt. Mit dem Hund rausgehen, haben wir erwähnt. Unter Umständen sind Sie auch beim Spaziergang, wenn es Not tut und wenn der Boss anruft, mit dem iPhone ja noch erreichbar. Und er merkt es noch nicht mal, dass Sie im Wald sind und nicht zu Hause. Wenn Sie nicht FaceTime eingestellt haben, sondern nur einen Sprachanruf machen. Er merkt es gar nicht. Ich rufe dich dann vom Strand an, Andreas. Wenn der Kuckuck nicht schreit im Hintergrund sozusagen. Ja. Dass ich darauf natürlich achten muss, ist klar. Raus in die Natur und immer mal wieder in die Ferne gucken. Und trotzdem auch in der Isolation zu sagen, keep in touch mit anderen Leuten, mit Freunden. Fehlende Sozialkontakte sind ein unglaublicher Risikofaktor für Depressionsentstehungen. Und Depressionen wieder sind ein wichtiger Risikofaktor auch für die Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also viel wichtiger für die Entstehung eines Herzinfarkts sind beispielsweise Depressionen im Vergleich zu einem hohen Cholesterin. Das sind Sachen, die wir neu gelernt haben in der Medizin. Aber im Grunde hätten wir diese Probleme auch, die hat auch im Grunde ein Autor, der ohne digitale Medien 8 Stunden am Tag schreibt. Er muss auch sehen, dass er gesund bleibt. Wir können diese digitalen Medien nicht verteufeln. Wir müssen sehen, dass wir gesund damit leben und alt werden. Ich habe noch eine letzte Frage, lieber Professor Diem, zum Abschluss. Wenn wir jetzt sagen könnten, wir drehen die Uhr um 100 Jahre zurück. Wann haben die Menschen gesünder gelebt? Vor 100 Jahren oder jetzt? Ich gebe Ihnen eine ganz aggressive Antwort. Wann sind wir denn älter geworden, vor 100 Jahren oder jetzt? Also wir sind da fast 20, werden heute fast 20 Jahre älter als vor 100 Jahren. Mhm. Ich denke, wir haben in vielen Bereichen leben wir heute gesünder, weil wir wissen, was Mittelmeerdiät bedeutet, was weniger Alkohol bedeutet, was körperliche Aktivität bedeutet, was Psychohygiene bedeutet. Das wussten wir ja damals nicht. Und noch einmal, wir werden heute 25 Jahre älter als vor 100 Jahren. Das ist doch sensationell. Ja. Ich habe darüber gerade eine Kolumne auch geschrieben zum Thema Health Span und Lifespan. Auf Deutsch heißt es, wir sollten ja nicht nur versuchen, unser Leben zu verlängern und jung sterben, aber so spät wie möglich. Also wir sollten alle jung sterben, aber so spät wie möglich. Nein, wir müssen auch die sogenannte Health Span, also die Phase, wo wir gesund sind. Übrigens, die wird im Moment kürzer. Also um da reinzugrätschen in Ihre Frage, wir werden zwar älter, aber die Phase, wo wir gesund sind, wird kürzer. Und das ist für uns Mediziner besorgniserregend. Diese Health-Span wird kürzer. Die müssen wir verlängern. Das heißt, wir müssen gesund bleiben. Wir müssen unbedingt versuchen, gesund zu bleiben. Und da hat jeder die eigene Verantwortung, jeden Tag und jede Stunde. Vielen, vielen herzlichen Dank, Professor Diem. Ich lade Sie gerne ein, wenn das Thema Podcast oder Videocast ansteht. Ja. Treffen wir uns gerne hier und sprechen drüber. Wir sind dabei, ein Format aufzulegen, was wir mit Professor Spetzka eben auch machen. Das nennt sich Zoom-in-Spezial, der Feierabend-Talk. Ja. Vielleicht können wir sowas mal hier machen. Das ist gegen 17 Uhr geht das. Vielleicht dann können wir es auch mal zusammen machen. Das würde Spaß machen. Ja, mit Herrn Spetzka. Zusammen, na klar. Was denn sonst? Ja, gut, wie gesagt, der ist die gleiche Rahmen. Wir sind das gleiche Kaliber. Genau, definitiv. Ich hatte das jetzt nur anders ausgedrückt. Also, in 14 Tagen sprechen wir über Social Media und haben einen echten Nerd bei Satellite X. Das ist der Metin Sendler aus der Schweiz. Der hat ein Start-up in Zürich gegründet und geht ab wie das Zäpfchen. Das ist jetzt blöd, wenn man das Medizin, aber egal. und schlägt gerade alle anderen Social Media Companies in der Schweiz. Mit dem sprechen wir in 14 Tagen zum Thema Social Media gekommen, um zu bleiben. Geht in die gleiche Kerbe letztendlich, wie wir das, was wir heute besprochen haben. Mir hat es super Spaß gemacht. Ich fand es mega spannend, Professor Diem. Wir sehen uns eines Tages hier im Studio, lieber als oben in der Klinik. Hopefully, genau. Wobei, das muss man auch noch sagen, also ich war selber schon zum Check-up in der Klinik oben und das ist
Ja, ein Ort, um gesund zu sein. Es gibt Unterschiede. Und zu gesund zu sein. Ja, es ist wunderschön da oben. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank an alle Zuhörer. Ihr könnt uns gerne liken und schreiben und kommentieren. Aber nur, ja, nur liken und positive Sachen schreiben. Okay, vielen herzlichen Dank und bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.